Der Schimmelreiter. Es war schon dunkel an diesem Abend. Ein älterer Bauer war unterwegs auf seinem Wagen. Ein gemütlicher und runder Zeitgenuss war er. Zum Glück hatte er vier starke Ochsen, die ihn und seinen schweren Wagen ziehen konnten. Er wollte von Eriken auf Rickenbach. Den Weg hat der Mann gekannt. Es war zwar dunkel, aber eine klare Nacht. Ja, schon fast eine heitere Stimmung hat alles umgegeben. Unser Freund hat sich darum gefreut, als ihm auf einem Hügel ein ganzer Schwarm weisse Falter entgegenzufliegen gekommen sind. Vergnügt pfeift er ein Liedli vor sich her. Er muss sogar ein bisschen vor sich her grinsen. Man erzählt ja so Geschichten über das Wäldli dort, wo der Mond gerade drüber aufgegangen ist. Dort passieren komische Sachen. Die Wirtin Selike hat ihm noch gesagt, sie würde Nacht für kein Geld in das Wäldli. Langsam ist er auf das Wäldli zugefahren und er hat noch mehr müssen lachen. Es sind ihm gerade wieder die verschrockenen Augen von der Wirtin in den Sinn gekommen, was die alten Frauen wieder für Geistergeschichten erzählen. Dummes Zeug. Er denkt nicht weiter darüber nach und schwingt kräftig seine Peitsche. So, dass es knallt wie an einem Schützenfest. Und dann steht er vor dem Wäldli. Dunkel, aber so friedlich. Da kommt plötzlich hinter einem Hügel ein weisser Reiter dort her. Er sitzt auf einem schneeweissen Schimmel. Nicht, dass der Bauer jetzt Angst hätte, aber was ihn beunruhigt, der Reiter und sein Ross, so scheint's, laufen auf ihn zu und machen keinen Mucks, keinen Hufschlag, kein Wiehern, auch kein Rufen vom Unbekannten. Er hat den weissen Reiter angesprochen, aber keine Antwort bekommen. Und gerade darauf abe setzt die Geistergestalt über einen Graben und verschwindet lautlos unter den höheren Buchen. Der Landwirt hat den Kopf geschüttelt, sein Ochsengespann angetrieben und ist richtig Wäldli. Komisch, zwischen den Bäumen wird es jetzt nicht dunkler, obwohl der Mond nicht mehr zu sehen war. Je tiefer im Wald, desto heller ist es geworden. So wie wenn jedes Tautröpfchen auf jedem einzelnen Bettli anfangen zu leuchten. Und auf das Mal sieht der Bauer wieder den weissen Reiter. Das Mal reitet er direkt auf ihn zu. Aber obwohl sich beide Fürsche aufeinander zubewegen, näher kommen sie sich nicht. Der Bauer treibt seine Ochsen an. Teufel, bringet uns endlich aus dem Wäldli raus. Das geht ja länger als Pfingsten bis Ostern. Kaum hat er das gesagt, galoppiert der weisse Reiter schnell auf ihn zu. Obwohl sie als Führer den Boden gar nie berühren. Kurz vor ihm haltet der Fremde an. Jetzt ist der Bauer aber nicht mehr furchtlos. Es ist im kalten Rücken abgelaufen. Der Reiter hat nämlich den Kopf nicht auf dem Hals, sondern unter seinem Arm. Wie gelähmt ist er dort gestanden für einen Moment. Er hat sein Maul so fest zusammengebissen, dass die Zähne geknirscht haben wie eine alte Türe. Also haben die Zelike schon recht gehabt. Es spuckt in dem Wald. Er hat nicht anders können, als auf den kopflosen weissen Reiter starren und sein weisses Ross. Die sind stumm und ruhig vor seinem Ochsengespann gestanden. «Ich muss weg von da», hat er sich gesagt. Ganz ein bisschen Mut ist wieder zurückgekommen. Er hat seine vier Ochsen angetrieben und die haben gesogen und brüllt. Aber der Wagen war wie eingemauert. Sie sind nicht vom Fleck gekommen. In seiner Verzweiflung ist der Bauer sogar furchtlos aufgestanden und hat mit dem Peitschenstiel nach dem unbekannten Geisterreiter geschlagen. Und da haben sich Reiter samt Ross anfangen in einen silbrigen Nebel auflösen und sind verdunstet. Jetzt hat er den Wagen aufgegeben, hat die Ochsen abgespannt und Tier ohne den verhexten Wagen durch den Waldweg geführt. Plötzlich ist der Schimmelreiter wieder da gewesen und vor ihm geritten. Es ist ihm vorgekommen, als ob das kleine Wäldli nie aufhören würde, obwohl der Waldrand gar nicht so weit hätte dürfen weg sein. Irgendwo hat man gehört einen Gückel krähen. Und da sind die gruseligen Verfolger auf einmal weg gewesen. Und der Bauer ist mit seinen Ochsen am Waldrand gestanden. Der Mond ist friedlich am Himmel gestanden und mit einer sehr schlechten Laune hat sich der Bauer mit seinen Ochsen auf den Weg gemacht. Bis er daheim war, war es Morgen. Am helllichten Tag ist er dann noch zurück in den Wald und hat seinen Wagen geholt.
Der ist gefahren wie geschmiert durchs Wäldli Richtung heimwärts.